Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, Debbie, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Transim World 2020 und begrüße euch natürlich. Ja, los geht's. Wir wollen natürlich das Ganze schon mal so ein bisschen uns vorbereiten für Transim World 2 selbstverständlich und ja, dementsprechend geht's los. Ja. Wir wollen natürlich hier ein wenig, mal wieder ein bisschen. So, erstmal die Fahrgäste. Ich muss erstmal hier soweit alles vorbereiten. Dann kann ich euch jetzt gleich mehr erzählen. So, Fahrgastraumbeleuchtung an. Wir wollen natürlich, doch, können wir anmachen. Und ja, somit können wir jetzt erstmal die Fahrgäste hier einsteigen lassen. Eins muss ich noch machen. Das war hier, genau. Zug 1, Router einstellen, Zug 1, und zwar sind wir auf dem RE11 unterwegs. Zug 2 ist bestimmt wieder falsche Richtung, weil ich wieder mal keine Ahnung habe. Wir fahren nämlich nach Duisburg. So. Bestätigen. Warten bis 35. Können wir schon zumachen. So. Und dementsprechend geht's los. Ja, wir wollen uns natürlich schon mal so ein bisschen in Stimmung bringen für Transim World 2. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum ich jetzt nochmal jetzt verstärkt jetzt in den folgenden Tagen, in den nächsten Tagen jetzt vermehrt Transim World jetzt hier nochmal zeigen werden. Vielleicht alle Strecken nochmal so ein bisschen durchgucken oder sowas. Ja, dass wir da mal nochmal irgendwie das Ganze nochmal richtig abschließen können. Transim World 2 haben wir ja, wie gesagt, ein bisschen vernachlässigt. War natürlich nicht geplant gewesen, aber es gab einfach so unglaublich viel zu tun so. Und dementsprechend musste, wie gesagt, Transim World ein bisschen drunter leiden. Deswegen jetzt nochmal nonstop jetzt hier durch bis TSW 2. Wir werden das Ganze dann auch in Livestreams festhalten und dann mal ein bisschen schauen. Und ja, natürlich immer noch das gleiche Problem, was ich vorher halt auch habe, ist natürlich, wisst ihr ja, ich habe das ja schon mehrmals erwähnt gehabt, scheinbar habe ich so eine leichte Rot-Grün-Schwäche und dementsprechend fällt mir es hier gerade besonders in Transim World 2, also Transim World 2020 in dem ersten, und es wird wahrscheinlich auch in Transim World 2 so sein, fällt mir das unglaublich schwer, die gelben Signale von den grünen zu unterscheiden. Und dementsprechend kommt natürlich die Zwangsbremsung. Jetzt will ich aber auch nicht wie so ein absoluter Newbie jetzt hier ohne PZB fahren, weil ich jetzt die Signale nicht richtig deuten kann. Dementsprechend war ich mal so ein bisschen auf der Suche im Internet gewesen und habe mal geguckt, ob es da nicht irgendwie Modus gibt. Es gibt ja so Simulatoren, da kannst du das Ganze ja dementsprechend so ein bisschen einstellen. Wegen Rot-Grün-Schwäche und alles sowas gibt es jetzt hier direkt nicht. In Transim World 2 hat man irgendwie nicht daran gedacht, sowas mal einzubauen, weil es gibt ja keine Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben. Wahrscheinlich denken die sich, wenn du eine Rot-Grün-Schwäche hast, dann brauchst du sowas auch nicht fahren. Irgendwie sowas, wird man sich dabei schon gedacht haben. Ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, war ich ein bisschen im Internet unterwegs und habe jetzt mal ein bisschen die Lensflares, nenne ich sie jetzt mal einfach, ja, die Überblendung, den Glanz praktisch, kann man wohl so ein bisschen in der INI-Datei halt ein bisschen bearbeiten. Das habe ich jetzt mal gemacht und es fällt mir tatsächlich ein bisschen leichter, das Ganze jetzt zu deuten, weil sie sind halt nicht einfach mal so unglaublich knallig, ja, also dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das jetzt ein bisschen besser klappt. Dass wir jetzt zum Schluss jetzt hier nochmal eine anständige Fahrt jetzt hier hinbekommen. Und dementsprechend, uns jetzt mit Transim World 2020 noch so ein bisschen die Zeit vertreiben können. Wie gesagt, DLC-technisch bin ich ja eigentlich gut ausgestattet. Ich glaube, mir fehlen. Aber eine Strecke fehlt mir, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So deutsche Content habe ich natürlich alles. Ich hatte mir ja eigentlich geschworen gehabt, dass ich ja nur bei Transim World wirklich nur auf deutsche Content setze.
Train-Simulator natürlich viele ausländische Strecken halt, die ich eigentlich selbst nie fahre. Ja, das ist natürlich dann immer schade ums Geld dann so ein bisschen. Ja, dementsprechend habe ich dann bei Train-Simulator doch nochmal ein bisschen nachgelegt und hatte mir da so ein bisschen eigentlich fast alle Strecken DLCs gekauft. Ich glaube, ein paar Züge fehlen noch, aber das ist halt alles, was halt fehlt. Ja, und weil ja, wie gesagt, jetzt nur ein Train Simulator 2 ansteht, wie gesagt, jetzt nochmal so ein bisschen in Schwung bringen, dass das Ganze dann dementsprechend auch ja, dann zum Release von Train Simulator 2 dann auch ordentlich sitzt. Ich freue mich ja schon unendlich, ja, auf London U-Bahn fahren. Das ist wohl das geilste Ding ever, was man da jetzt reinbringt. Ich meine, Köln-Aachen ist auch nicht schlecht, ja, so ICE, aber das kannst du halt auch gefühlt einfach im Train Simulator machen, ja, oder bei Zusi. Ja, ist für mich jetzt nicht das absolute Highlight. Ich meine, klar, mit Train Simulator 2 wird es natürlich optisch richtig geil, ja. Aber wie gesagt, London U-Bahn, das fetzt mir. Also das ist so das Ding, worauf ich mich persönlich ja am meisten freue. Ja, wie gesagt, das wird meine Strecke und denke mal, da wird es ordentlich abgehen. Es geht sowieso ab Ende August geht sowieso richtig rund hier, ja, mit dem Flight Simulator 2020, Train Simulator 2. Wir hatten es ja auch schon so ein bisschen in unserer Ansprache von unserem 24-Stunden-Livestream schon angesprochen gehabt, dass diese Simulatoren definitiv jetzt neue Maßstäbe setzen werden, halt in Richtung Simulation und Vielfalt halt auch noch, ja. Weil es halt nicht mehr nur noch PC-exklusiv ist, ja. Wir haben jetzt hier zwei Hochkaräter in puncto Grafik, in puncto Performance, die jetzt wirklich jetzt richtig zulangen und das nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der Xbox One. Oder der Xbox Series X, die ja dann rauskommt, und der PlayStation 4 und der 5. Ja. Und dementsprechend, denke ich mal, wird jetzt der Markt so in Richtung Simulation, ich würde schon sagen, ein bisschen angekurbelt. Dass man sich vielleicht dann doch ein bisschen mehr Mühe nimmt, vielleicht doch noch ein größeres Team. Und ja, wer weiß, vielleicht erwartet uns ja in 2-3 Jahren der Nonplus Ultra Bus Simulator von irgendeinem richtig geilen Studio, ja. Das wäre natürlich mega, mega nice. Und deswegen hatte ich es auch gesagt gehabt, freue ich mich natürlich auf die Zeit. Die wird jetzt mega spannend, so uns gucken. Ich denke mal, es wird ja auch für Microsoft äußerst interessant sein. Ja, wie sieht es jetzt, wie geht es weiter? Ja, wie verkauft sich das Ganze jetzt? Und könnte man in der Richtung weitergehen? Deswegen hoffe ich ja immer denn noch, dass es irgendwann mal irgendwie den Microsoft Train Simulator 2 denn doch mal gibt. Das wäre natürlich mega nice. Aber bitte natürlich so, dass auch alle DLCs funktionieren. vom ersten. Oh, großartig. So, 140. Ja, auch wie gesagt, wenn wir den Trends im World jetzt so ein bisschen mehr im Livestream sehen. Also wundert euch nicht, wie gesagt, so Leitstellenfahrten, die hatten wir jetzt ja im 24-Stunden-Livestream, haben wir jetzt eigentlich so für Monat August jetzt fertig. Da müsste jetzt in der Richtung nichts mehr kommen. Ja, und wenn wir jetzt uns die nächsten Livestreams definitiv, denke ich mal, mit Trains and World jetzt beschäftigen nochmal. Vielleicht nochmal X-Plane, muss ich mal gucken, um uns auch noch ein bisschen einzufliegen und alles sowas. Das wäre natürlich auch noch großartig. Aber da müssen wir mal gucken. Ja, Trains and World ist ja auch im 24-Stunden-Livestream ein bisschen untergegangen, weil hier irgendwas nicht funktioniert hatte. Auf einmal ist die Performance von Train Simulator so in den Keller gegangen.
dass das Ding echt nicht mehr spielbar war. Da konntest du nichts mehr machen. Deswegen mussten wir ja Trains of World fast nach einer halben Stunde ja dann canceln. Und sind dann wieder rüber geswitcht zu Lotus. Für alle, die sich natürlich gefreut haben auf Trains of World, natürlich der absolute Fail. Ja? Kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich, wie gesagt, der Rechner dann auch noch gefühlt einfach. Für 20 Stunden auch noch an war, ne, da kann man es ihm leider ja nicht verübeln, dass er dann auch irgendwann mal sagt, nee, weißt du was, jetzt ist Ende im Gelände. Beispiel, ich bin nicht einmal hier mitgefahren, hier so, weißt du, so als Fahrgast oder sowas. Um hier mal diese ganzen Sachen hier zu entdecken, hier auf den einzelnen Karten. So, was war's? Aussteigen. Das ist ja natürlich nochmal das Highlight hier rund um den. Trains of World, dass man sich ja hier auch noch frei bewegen kann und alles sowas. Aber wie gesagt, ich muss ja dazu nichts erklären. Jeder kennt den Trains of World. Deswegen, wie gesagt, freuen wir uns umso mehr. Ich habe wirklich zeitlang überlegt, ob ich das Ding nicht für eine Konsole lieber hole oder doch für einen PC. Aber nachdem ich mir Trains of World halt für die PlayStation 4 angeschafft habe und mir die Grafik angeguckt habe, muss ich wirklich sagen, so holy shit, also das Ding ist sowas von in die Hose gegangen. Ja, das sieht überhaupt nicht hübsch aus. Also, dass sich da Dafty Games sich nicht so ein bisschen schämt für, ist schon ein bisschen heftig, ja. Also, das ging gar nicht. Wie es jetzt natürlich auf der Xbox aussieht, keine Ahnung. Ich meine, ich könnte es halt testen, aber warum jetzt? Es ja? Wird wahrscheinlich auf der Xbox One nicht besser aussehen. Weil das Ding ist ja im Game Pass, ja. Also, wenn ihr eure Zeit auch noch so ein bisschen verbringen wollt mit Trains of World und ihr habt zufällig den Game Pass, vielleicht auch, weil halt jetzt der Flight Simulator jetzt vielleicht kommt, habt ihr vielleicht das Angebot angenommen und habt ihr gesagt, so erstmal Flight Simulator testen. Wie gesagt, Game Pass, Entschuldigung, Werbung jetzt, bezahlt ihr jetzt im ersten Monat, wenn ihr den Game Pass macht, 1 Euro. Na, dann könnt ihr den Flight Simulator dementsprechend testen. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze jetzt natürlich schon macht, dann könnt ihr auch euch für die Xbox One oder für den Windows-PC natürlich auch schon Trails of World euch mal angucken. Den 2020 hält, ne? Trails of World 2 ist, glaube ich, von Anfang an nicht dabei. Wird wahrscheinlich auch noch irgendwann kommen, aber wie gesagt, zum Anfang ist er noch nicht dabei. Und ja, was ich ja auch schon oft gesagt habe, ist, dass persönlich mir Trains of World 2 mehr gefällt als der Train Simulator. Wie gesagt, das fängt schon halt mit der Optik halt an, dass mich die Optik halt super fasziniert, wie gut die Performance halt ist, ja. Es sieht gut aus und hat eine richtig geile Performance. Findest du heutzutage selten. Und wenn die das Ding wirklich, diese Zaubermontur halt wirklich noch weiter benutzen können in Trains of World 2, dann wäre das absolut großartig. Also wie gesagt, mir geht es jetzt wirklich nur darum, uns jetzt nochmal so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Deswegen wundert euch jetzt nicht, warum jetzt vermehrt jetzt zu Trains of World 2 Videos kommen. Und ihr euch denkt so, what the fuck, warum bringst du es jetzt erst und nicht schon vorher? Wie gesagt, man muss ja auch noch ein bisschen einspielen und so weiter und so fort, ne? Und wie gesagt, ist mir das halt mit den, ja, mit diesen
Lichteffekt halt mega auf den Sack gegangen, weißt du? Weil du halt immer gefühlt halt immer da standst wie so ein Nobody. Ich habe mir ja nun auch dieses Fail-Video angeguckt, ja. Und da hat man ja mal so netterweise mal schon eingekreist, was ich so vergessen habe und was ich übersehen habe, ja. Und ja, teilweise, wie gesagt, also ist mir das echt so vorgekommen, dass ich halt dieses Gelbe hat sich dann in dieses Grüne vermischt, weil diese Lampe, die glänzt ja so extrem. Ich meine, man hat hier so ein saftiges Grün genommen, weil man hätte ja auch so ein etwas gräuliches Grün nehmen können, so, weißt du, wie beim Auto jetzt oder sowas. Hat man hier nicht gemacht. Und dementsprechend muss ich das Gelb halt wirklich mit dem Grün irgendwie so ein bisschen vermischen. Und ja, das war dann halt das Ende vom Lied dann gewesen, warum ja teilweise ich dann keinen Bock mehr hatte auf Transient World. Also wie gesagt, es gibt halt eine Methode, wo man halt dementsprechend das Ganze noch so ein bisschen anpassen kann, dass es halt nicht so glänzt halt, was aber in den Optionen so nicht drinsteht. Ja, das ist halt ein bisschen schade, warum die das nicht mit reingenommen haben. Das sind so Sachen, die musst du halt in der Innie verstellen. Aber ich glaube, das ist jetzt für mich ein Tick angenehmer geworden halt, das Ganze denn auch zu sehen, zu deuten halt. Ja, ich sehe es auch gerade. Es ruckelt leider immer noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich finde den Fehler nicht, warum das so ein bisschen mit der Performance hier so kämpft, so mit OBS und alles sowas. So, Mühlheim. So, Türen auf, Fahrgäste einsteigen lassen. Und dann passt das. Ich meine, ihr seht ja hier, ne, was da alles so glänzt und funkelt und alles, was, wie gesagt. Er ist absolut hübsch, aber wie gesagt, so diese, wenn du so Leute hast mit Grünschwäche, und ich habe halt gelesen, dass es unglaublich viele sind, die das gleiche Problem haben wie meine Wenigkeit, ja, dann ist es schon extrem heftig, denn dass man da in dem Punkt, wo halt nichts gemacht hat, nichts nachgepatcht hat oder sonst irgendwas, ja, dass man das Ganze so ein bisschen vernachlässigt hat. Vielleicht in Transom World 2 mal gucken, ich glaube zwar nicht dran, aber man kann ein bisschen optimistisch bleiben, um zu gucken, was da noch so kommt. Schön halt auch, dass auch Track-AR-Support diesmal in Transom World 2 ist. Du hast ja nichts an Support. Ich glaube, der Rail-Driver funktioniert hier wohl auch noch nicht. Habe ich gar nicht mehr getestet. Aber das sind dann also Sachen, die man dann einfach mal in Transom World 2 testen kann. Und das ist halt das Coole, ja. Oh Gott. Wollen wir nochmal die Tür aufmachen. Wir sind zu schnell, zügig unterwegs hier. Das ist übrigens Fahrplanmodus, ja. Also falls ihr da Fragen habt, das ist dieser Fahrplan. So, jetzt können wir hier nochmal ein Bild von schießen. Wie gesagt, das sieht auch so hübsch aus, ja. Dieses ganze Spiel einfach nur. Huch. Zack, ist die Zeit schon wieder vorbei. Tür zu.
So. Gut, dann sind wir jetzt in Teil der Bahnhof Duisburg Hauptbahnhof. So, 100 gleich. Wir nähern uns dem Ende. Gerade jetzt nicht irgendwie passt beim Signal. Vielleicht, dass sie sich damit was einfallen lassen haben. Ich meine, ich mag das schon sehr gerne, dass mir das dann halt anzeigt, wann so die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung da kommt. Ja, aber das ist einfach viel zu groß halt, ja. Was ist denn jetzt los? Irgendwas nicht bestätigt. Hahaha. Genau die gleiche Stelle, die wo ich vorhin schon mal drüber bin. Muss ganz ehrlich gestehen, ich wüsste jetzt nicht, wo da jetzt der Fehler war. 100. Muss ich die 100 nochmal bestätigen, wenn ich 100 fahre? Wahrscheinlich schon, ich hätte wahrscheinlich einfach bestätigen müssen. Dann wäre es gut gewesen. Naja, jetzt dürfen wir auf jeden Fall nicht schneller als 45. Rollen wir uns jetzt hier ganz gemütlich rein. Tut mir leid. Nächste Zwangsbremsung. Aber so ist es. Liegen eh gut in der Zeit. Passt das. Glaube, da kann man eine Zwangsbremsung in Kauf nehmen. Ja, sonst, wie gesagt, war es das wieder mal mit einer weiteren Folge. Wir werden uns, wie gesagt, jetzt in den nächsten Folgen jetzt immer mehr Transom World anschauen. Bis zum Release, dann geht es natürlich dann weiter mit Transom World 2. Aber bis dahin, wie gesagt, werden wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen austoben. Auch, wie gesagt, im Livestream werden wir uns das Ganze anschauen. Dann werden wir noch ein paar Touren fahren. Und sonst, ja, gerne, wie gesagt, eure Meinung dazu in den Kommentaren posten. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten zur nächsten Folge. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Abonniert gerne den Kanal. Sehr schön. Und damit die Türen auf. Mit einer Minute Verspätung, dank dieser dummen PZB. Aber
Ich will halt nicht wie ein Nobody da sein. Man hätte natürlich jetzt ohne machen können, aber ich finde das blöd. Wird die Fahrt halt ein bisschen langweilig. Bestimmt auch falsch geschildert. Daran siehst du wahrscheinlich, was ein echter Eisenbahn-Fan ist, ja. Und wenn es da gerade so mal Laie spielt. Ja, sonst warten wir jetzt noch auf unsere Bewertungen hier. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne das Video bewerten, ja, indem ihr einfach ein Like da lasst oder auch ein Dislike, wenn euch das nicht gefallen hat. Wenn euch die Zwangsbremsung zum Beispiel jetzt angewidert hat, dann ja, einfach aufdrücken. Und wenn ihr der Meinung seid, dass es guter Content ist, dann sowieso ein Like da lassen. Wir müssen die Türen zumachen. Und dann haben. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Da haben wir es. Ja, hier ist er. Die Zwangsbremsung. Hätte nicht sein sollen. Aber naja, so ist es. Ich verabschiede mich. Bis denn, Leute. Tschüss.